liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Gibt es etwas so in eurem Herzen, in eurer Seele, in eurer Psyche, von dem ihr sagt, das muss ich unbedingt machen, sonst finde ich keine Ruhe. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Das könnte zum Beispiel sein, dass eine schlimme Tat gerecht werden soll oder will. Oder vielleicht wollte er eine Lebenslüge ablegen, eine Beichte, eine Lebensbeichte ablegen oder jemandem endlich verzeihen oder vielleicht eine gute Tat tun, vielleicht als Dank für irgendetwas. Also ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Wenn ihr so etwas mit euch herumtragt, was vielleicht unter Umständen sogar eine große Sache ist, und ihr unter Umständen euch auch ängstigt, das zu tun oder irgendwelche Hemmungen habt, dieses durchzuziehen, da meldet euch bei mir. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Markus. Markus ist 25. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Markus. Was ist es denn bei dir? Mein Thema ist, vor 6 Jahren wurde mein Bruder umgebracht. Mhm. Und seitdem plagen mich, ja, wie soll ich sagen, Rachegefühle ab. Wie alt ist dein Bruder geworden? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Erzähl mal die Umstände, wie er ums Leben gekommen ist. Er wurde mit Pokémon-Karten angelockt. Wurde dann... Von wem? Von einem Nachbar von mir. Ja. Einem Schulkamerad. Und dann wurde er missbraucht und auf bestialischer Weise umgebracht. Ja, von diesem Nachbarn. Ja, genau. Der war damals wie alt? 26. 26. Ja. Den kanntest du dann auch von früher? Ja. Und hast ihn ganz anders früher kennengelernt? Ja. Gab es da sogar eine Freundschaft zwischen euch und diesem Mann? Ja, also Freundschaft eher weniger. Aber ein gutes Auskommen miteinander? Ja. Er wohnt unmittelbar in eurer Nachbarschaft? Ja, genau, eigentlich genau gegenüber. Mhm. Dann ist dein Bruder wahrscheinlich einer der vielen, vielen Fälle, die seit Jahren immer so durch die Zeitungen gehen, von Kindesentführung, Kindesmissbrauch und letztendlich dann Kindesmord. Ja. Wie lange war dein Bruder damals vermisst? Eigentlich eine Nacht, also ein Tag und eine Nacht. Am nächsten Tag wurde der dann von Passanten mit dem Hund im Koffer gefunden. Schon nach einem Tag? Ja, und dann haben sie auch den Kopf im Altkleidercontainer gefunden. Der Kopf war abgetrennt? Ja. Das ist ja unfassbar grausam. Das ist ja unfassbar wahrscheinlich für dich überhaupt, das zu formulieren. Ja, also formulieren geht, weil ich nicht alles weiß, was passiert ist. Da sie mich komplett abgeschottet haben, weil ich bei der Bundeswehr war. Mhm. Ja, und mir will auch bis heute noch keiner richtig sagen, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall ist klar, dass das Kind, dein Bruder, sexuell missbraucht wurde? Ja, die haben Spermaspuren im Hals gefunden. Mhm. Und dass er dann von diesem Mann ermordet wurde? Ja. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis man den Mörder gefunden hat? 2 Tage später haben sie den festgenommen, weil der Vater den Koffer erkannt hat. Hm. Der Vater von dem Mörder? Ja, genau. Hm. Hast du noch mehr Geschwister? Noch 4. Noch 4? Ja. Wie hat diese unfassbare Tat in eurer Familie gewirkt? Die Tat hat in dem Sinne so weit ausgeprägt, dass unsere Familie komplett auseinandergegangen ist. Und vorher war sie zusammen? Ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Hab auch so keinen großen Kontakt mehr zu meinen Eltern.
Und das würdest du sagen, ist eine Folge dieses Verbrechens? Ja, doch, schon. Kannst du das erklären, warum die Familie auseinandergebrochen ist? Nee, also nicht direkt erklären, aber man, ja, wie soll ich sagen, mein Vater hat eigentlich so den Kontakt abgebrochen, er hat sich auch komplett abgeschottet. Ja, man hört das oft, dass in solchen, dass in Familien, in denen so etwas vorgefallen ist, jede Person einzeln so traumatisiert ist, dass dann auch der Kontakt zu dem Rest der Familie abbricht. Und insofern wundert mich das nicht so sehr, wie du es jetzt gerade beschrieben hast von euch. Das ist 6 Jahre her. Ja, 6 Jahre, genau. Das ist ja gar nichts. Nein. Wie war dein, das war dann dein kleiner Bruder? Ja. Wie war dein Kontakt zu deinem kleinen Bruder? Eigentlich sehr, sehr gut. Also ich stand mit dem eigentlich in einer ganz engen Beziehung. Wenn er Probleme hatte, ist er immer zu mir gekommen. Ich habe dem bei Hausaufgaben geholfen. Ja, halt so ein großer Bruder, alles machen. War er der Kleinste in der Familie? Ja, er war der Jüngste. Er war der Jüngste. Du warst damals bei der Bundeswehr, sagst du, als das geschehen ist. Aber man hat es dir trotzdem dann natürlich irgendwann sagen müssen. Wie war das, als man dir das gesagt hatte, Zimmer? Also ich hatte an dem Tag, wo sie mir erzählt haben, habe ich mittags schon ein ganz komisches Gefühl gehabt, dass zu Hause irgendwas nicht stimmt. Nur so? Ja, und dann rief auch meine Ex-Freundin bei der Bundeswehr an. Nur da war ich nicht, hatte ich keine Zeit. Dann kam mein Leutnant zu mir und sagte, ich sollte meine Sachen packen. Ich werde jetzt nach Deutschland wieder zurückgebracht, da mein Bruder umgebracht worden ist. Diese Fahrt war für dich wahrscheinlich das absolute Grauen, nach Hause zu fahren? Ja, ich wurde, wie gesagt, nach Hause gebracht, auch mit Begleitung von Militärpolizei. Und ja, auch direkt belagert worden von der Presse. Markus, zu wie vielen Jahren ist dieser Mann verurteilt worden? Lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das ist ja schon mal gut. Ich hatte jetzt schon fast die Sorge, ich würde jetzt wieder hören, dass da irgendwie ein mildes Urteil herausgekommen wäre. Ja, für den einen vielleicht gut, nur für mich, also für mein Befinden, nicht das Richtige. Was wäre für dich das Richtige? Ihn tot zu sehen. Das heißt, deshalb rufst du auch heute an? Ja. Ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Ja, genau. Das heißt, wenn dieser Mann auf freiem Fuß wäre... Also ich hätte keine Scheu... Dann würdest du ihn umbringen. Ja. Ich habe bei meinem Bruder das Grab geschworen, wenn ich den nicht kriege, dann irgendeinen aus dem seine Familie. So weit sogar? Ja. Aber du hast es bisher noch nicht getan. Nee, bisher habe ich auch keine Möglichkeit, da die Familie, von denen irgendwo lebt, wo keiner weiß. Markus, ich glaube, alle Menschen auf der Welt, jeder, der uns jetzt auch zuhört, wird deinen Schmerz verstehen. Jeder. Und jeder denkt vielleicht auch so im ersten subjektiven Moment, ja, so würde ich auch funktionieren. Ich würde vielleicht auch Rache ersehnen. Aber ich bin erstmal froh, dass dieser Mann hinter Schloss und Riegel ist. Das, was du dazu gesagt hast gerade, dass du auch Rache nehmen willst an der Familie, ist natürlich ein sehr schlimmes Verbrechen, was du begehen würdest. Denn die Familie kann dafür überhaupt nichts. Und ich glaube, dein Bruder war noch ein Kind, aber wenn er von oben sprechen könnte, er würde niemals sagen, bring einen Menschen um. Niemals. Das stimmt schon, aber halt, das ist noch zu viel Unruhe in mir. Ja, aber nimm bitte Abstand von diesem Gedanken, dass du der Familie nachstellst. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, das ist alles leichter gesagt als getan, da ich auch jeden Tag an das
an den Fundort vorbei muss. Ich weiß, Markus. Mein ganzes Gefühl ist auf deiner Seite, aber du musst dir eine Grenze setzen. Man muss sich auch in der Verzweiflung irgendwie im Griff haben. Weil man sonst, das ist schon so schlimm, was geschehen ist. Es sollen nicht weitere schlimme Dinge passieren, die dein Leben zerstören, noch mehr endgültig zerstören. Oder vielleicht auch das, ich weiß nicht, wie eng der Kontakt zu deinen Geschwistern ist oder zu deiner Mutter. Was für ein Unglück, wenn du jetzt auch noch ins Gefängnis kämst. Ich würde dir auch ausreden, auch vehement ausreden, wenn dieser Mann irgendwann frei käme, diesem Mann nachzustellen. Aber der kommt ja nicht frei. Nee, leider Gottes. Vielleicht ist es aber auch wichtig für dich, dass du, wenn du das alleine nicht schaffst, dann hol dir professionelle Hilfe, dass du aus dieser Rache rauskommst. Sonst, du bist ein junger Mann von 25 Jahren. Sonst zerstörst du dich und dein Leben mit dieser Rache. Dadurch wird dein Bruder nicht mehr lebendig. Es ist ein unfassbares Unglück geschehen. Aber das kannst du nicht rückgängig machen. Was ich gerade über die Angehörigen gesagt habe, kannst du das ansatzweise nachvollziehen, dass das nicht richtig ist, diesen Menschen ein Leid anzutun? Auf einer Weise schon, aber dann im gleichen Moment denke ich mir, was er gemacht hat, er hat meine Familie auch was weggenommen. Mhm. Ja. Aber dieser Mann hat seine Strafe, die im Rahmen unserer Rechtsstaatlichkeit die Höchststrafe überhaupt ist. Dessen Leben ist zerstört. Das müsste dir ja eigentlich Genugtuung sein. Lass die Mutter, die Geschwister, ich weiß nicht, wer da noch in Frage käme, lass die in Ruhe. Was meinst du, was diese Menschen auch darunter leiden, was ihr Sohn angestellt hat? Lieber Markus, ich möchte sehr gerne, dass du jetzt mit meinem Psychologen weitersprichst. Mhm. Ich glaube sehr, dass du dringend jemanden brauchst, der dir langfristig hilft. Mhm. Sonst frisst du dich von innen auf. Hm? Mhm. Markus, du legst bitte auf. Mhm. Und wirst von Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, zurückgerufen. Mhm. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Ich dir auch. Dankeschön. Gute Show. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute heißt, wenn ihr gerade zugeschaltet haben solltet, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Jetzt hatten wir gerade einen sehr dramatischen Fall, wo jemand Rache nehmen möchte, weil der Bruder ermordet wurde. Aber es gibt ja auch noch eher vielleicht auch harmlosere Dinge, die durchaus auch von Gewicht sind, dass man eine Lebensbeichte loswerden möchte, dass man eine Lüge aufdecken möchte, dass man vielleicht sogar eine gute Tat unbedingt tun muss, bald und will, um sich für etwas zu bedanken. Und man hat irgendwie noch nicht die Gelegenheit gehabt. Irgendwie hat ja jeder von uns so etwas schon mal erlebt, dass man denkt, das muss ich jetzt tun. Und manchmal sträubt man sich dagegen, manchmal hat man Angst, manchmal ist man auch zu träge und zu bräsig, irgendetwas zu tun. Und wenn man es dann getan hat, dann ist es manchmal gut und erleichternd. Also das Thema heißt, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, was euch bewegt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit... Ich frage meine Regie mit der Doris. Und Doris ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Doris. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Doris. Grüße dich. Was ist es bei dir, was dich bewegt, was du unbedingt tun möchtest? Ja, ich möchte eigentlich was tun, wo ich mich von loslöse. Und zwar ist mein Mann vor 8 Jahren ganz plötzlich in einem Sekundentod gestorben. Mhm. Und ich konnte mich nicht mehr verabschieden, weil er anschließend in die Gerichtsmedizin musste, mhm, was auf der Straße passiert ist. Mhm. Und beim Gehen oder beim Autofahren? Nee, der ist Auto noch gefahren mit einem Kollegen. Ja. Und der Kollege hat dann wohl gesagt, wie ich nachher erfahren habe,
was ist mit dir los? Ja, mir ist nicht gut. Und ist ausgestiegen und ist neben Auto zusammengefallen und war sofort tot. In welchem Alter? 55. 55. Und vorher keine Krankheit gehabt, Herzkrankheit? Nee, nix. Kein gesunder Mann. Gemerkt. Oder hat es vor uns versteckt, vor der Familie, ich weiß es nicht. Oder hat es selbst nicht gewusst. Ja, oder das, keine Ahnung. Und hatten auch eine gute Ehe und zwei wunderbare Kinder habe ich. Und die Jüngste ist sowieso, war sowieso das Papakind und mein ältester Enkel. Je älter der jetzt wird, je mehr wird er sein Opa. In allem, im Wesen her, von der Veranlagung her, vom Aussehen her. Und ich finde einfach keine Ruhe. Ich kann mich nicht lösen. Von deinem Mann? Ich kann auch nicht mehr so lustig sein, wie ich es früher mal war. Selbst jetzt im Karneval habe ich es auch wieder bemerkt. Irgendwo am Anfang ist alles wunderbar und wunderschön. Ich habe einen wahnsinnig großen, lieben, netten Bekanntenkreis. Ja. Aber irgendwann, wenn es spät am Abend wird, kommt die Traurigkeit. Ja, dann bezahle ich eigentlich, wenn wir irgendwo in der Kneipe sind, mein Deckel und bin weg, ohne Tschüss zu sagen. Und gut, mittlerweile wissen die schon, was ist. Aber ich kann einfach ich komme da nicht von los. Du hast ja das Thema, ich muss es tun, um endlich Ruhe zu finden. Gibt es irgendetwas, was du überlegst zu tun? Ja, ich habe also schon mit zwei Priestern gesprochen, Unabhängigen. Weil der eine mich ganz gezielt darauf ansprach, vor 2-3 Jahren. Und in dem Gespräch, da ist aber eigentlich nichts darüber gekommen. Ja, sie müssen dann und gehen sie in die Kirche und beten sie mal und. Das ist alles wunderbar. Aber irgendwo, ich komme einfach nicht, ich kann mich nicht loslösen. Ja, aber gibt es denn so eine Idee, wie du dich loslösen könntest, damit du sagst, ich muss das jetzt tun? Ja, ich bin schon in Urlaub gefahren. Ich habe schon versucht, jede Menge Leute kennenzulernen, auf Leute zuzugehen, wo ich eigentlich nie ein Problem mit hatte. Aber mittlerweile, nach einer gewissen Zeit, ziehe ich mich wieder zurück, wie so die Schnecke im Schneckenhaus. Also, da verstehe ich es richtig, da meinst du damit, du musst es tun, nämlich du müsstest loslassen können. Ich müsste loslassen. Das wäre es, um Ruhe zu finden. Nach 8 Jahren wäre das ja auch vertretbar. Dann ist ja eine Trauerphase, eine lange Trauerphase. Das ist schon wahnsinnig lange. Das ist schon sehr lange. Das sagt man mein Verstand auch. Ist denn, Doris, ist das so im Laufe der Jahre sogar noch stärker wieder geworden? Ja, so im letzten 1,5 Jahr. Das ist ja erstaunlich. Ja, am Anfang so nach 2 Jahren, 2,5 Jahren, da ging's, da war ich auch wieder gut drauf, sage ich jetzt mal. Fröhlich, lustig, hab Karneval, alles Mögliche mitgemacht und. Ja. Bei jeder Fete und dann so seit 1,5 Jahren merke ich, sage immer, je älter ich werde, umso schlimmer wird das. Hängt das damit zusammen, dass du vielleicht auch Angst vor dem eigenen Sterben hast? Nee, das machst du gar keine Gedanken drüber. Nee. Im Moment bin ich noch gesund, Gott sei Dank. Aber da denke ich überhaupt nicht dran. Beschreib mir doch mal dieses Gefühl, was du mir gerade erzählt hast. Wenn du dann den Deckel bezahlst und wortlos aus der Kneipe gehst. Was ist das genau für ein Gefühl? Versuch es mir mal genauer zu erklären. Ja, oder bei Freunden, wenn wir irgendwo eingeladen sind, nach einer gewissen Zeit, nach 1, 2, 3, ist unterschiedlich die Zeit. Dann habe ich so das Gefühl, ich muss da raus. Ich gehe dann nach Hause oder ich fahre nach Hause. Lass mich unterbrechen. Warum meinst du, da raus zu müssen? Weil ich mir irgendwo auch überflüssig vorkomme. Ja. Obwohl es nicht wahr ist. Ich weiß genau, dass meine Freunde, das weiß ich also 100%, die schimpfen so ja am nächsten Tag oder wenn wir telefonieren. Mein Gott, hast dich wieder so verdrückt. Ja. Ich sag dann auch nicht lange Tschüss. Ja. So. Ich sag irgendeinem, ich bin weg. Und dann bist du weg. Zack und fort. Wenn du dann weg bist und alleine bist, in der Bahn sitzt oder im Auto und dann zu Hause bist, was ist das dann für ein Gefühl? Ja, das ist dann so das Gefühl, so jetzt bin ich wieder alleine. Ist das ein gutes Gefühl? Nee, ist gar kein gutes Gefühl. Ich sitze dann zu Hause. Ja, und je länger ich überlege, da kommen dann, dann fährt man dann ab und zu, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ab und zu, dass ich wirklich hier zu Hause schimpfe. Sehe das Bild und schimpfe. Du schimpfst? Ja, ich habe auch das Bild schon umgekippt. Du schimpfst mit deinem Mann? Ja. Was schimpfst du denn dann? Ja,
du blöd, man musstest nicht so früh verkrümmen und konntest nicht zum Arzt gehen, wenn du was wusstest. Ach, da kommt so alles Mögliche zusammen. Naja, aber ist ja interessant, was da so rauskommt. Ja. Das ist ja interessant. Das heißt, du machst ihm irgendwie vielleicht auch ein bisschen Vorwürfe, dass er zu leichtsinnig mit seiner Gesundheit umgegangen ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das passiert mir auch, wenn ich auf dem Friedhof bin und stehe vor diesem Grab, ne? Ja. Dass man ja muss. Man muss ja das Grab pflegen, ja. Und. Ja. Da stehe ich auch da und. Bist am Schengen. Ja, vorausgesetzt, es ist keiner immer so. Ja. Sonst sagen die ganze in die Klappe bringen. Ja, ist ja so. Natürlich. Also, bist du. Obwohl 8 Jahre vorbei sind, auch neben der Trauer wütend auf deinen Mann, dass er dich alleine gelassen hat. Ja, ich so ein bisschen. Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Ja, weil ich habe dann mal von Bekannten gehört. Da waren die Männer unterwegs und da hat einer gesagt, der hatte wohl Probleme mit dem Herzen und da musste wohl irgendetwas an dem Abend passiert sein, wo die Männer alleine unterwegs waren. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich das überlegt. Gut, der Arzt sagt dir nicht. Das ist klare Sache. Und dann, gut, dann kommen schon mal so Ausbrüche, dass ich sage, Mensch, voll Idiot, konntest nicht zum Arzt gehen, wärst du jetzt noch hier. Mhm. Aber das sind eigentlich nur Mutmaßungen, ne? Vermutungen. Ja. Ist er denn obduziert worden, nachdem er verstorben? Ja, er war in die Gerichtsmedizin. Und was war dann der Tod? War das ein Herzstillstand? Vorder- und Hinterwandinfarkt. Und da konnte man aber nicht daraus ersehen, ob er schon länger erkrankt ist? Nee. Mhm. Das heißt, du tapfst da so ein bisschen im Nebel, ne? Das kann sein, dass er das verschludert hat, das Ganze. Kann aber auch sein, dass es einfach wirklich ein großes Unglück war, nur. Naja, was Richtiges sagen die einem ja auch nicht, ne? Ich hatte die Papiere dann zufällig in meine Finger bekommen von der Gerichtsmedizin. Da stand drauf Vorder- und Hinterwandinfarkt. Und dann habe ich jemand gefragt von der Feuerwehr, einen Bekannten, wo wiederum ein Kollege von ihm ihn reanimiert hat. Und da hat er gesagt, das ist so der berühmte, wir sahen Sekundentod dafür. Hm. Umfallen und weg. Hm. So, jetzt stehst du aber da nach 8 Jahren und hast so im Kopf, vielleicht war der krank. Vielleicht hat er sich einfach nicht untersuchen lassen. Richtig, da überlegt man ja. Ne? Und hat es dann sich angetan und letztendlich auch mir, der Familie. Das Sonderbare ist, dass das nach 8 Jahren so hoch brodelt. Ja, ich kann das auch nicht verstehen. Ich komme da einfach nicht von los. Ich kriege da keinen Rückzug von. Und ich finde warnend ist irgendwie, dass das sich sogar verstärkt hat in der letzten Zeit. Ja, so seit 1,5 Jahren wieder. Mhm. Und dass du keinen Frieden machen kannst, indem du sagst, okay, auch wenn er krank war und wenn er es verschludert hat, es ist nun so, wie es ist und ich akzeptiere das Schicksal so, wie es war. Das gelingt dir nicht. Nee, genau das schaffe ich nicht. Mhm. Ich kriege nicht diesen Abstand davon. Auch wenn das war mal eine Zeit lang, wie gesagt, nach ungefähr 2,5 Jahren, wo ich dann wieder so die Alte war, ne? Mhm. Und meine Freundin, die sagt mir immer, sagt so, mein Gott, du hast dich so verändert. Ich kann das auch eine Zeit lang. Das geht so 2-3 Stunden, vielleicht auch 4 Stunden, und da kommt so der Knack. Mhm. Ich habe jetzt Karneval auch mal selber auf mich aufgepasst, wo ich einfach um 10 oder 11 oder wann auch immer durch die Türe bin. Was wäre, Doris, wenn du in dem Moment, wo du jetzt immer gegangen bist, wenn du einfach innerlich entscheiden würdest, nee, mir ist zwar jetzt danach, aber ich bleibe jetzt hier. Was wäre dann? Das weiß ich nicht. Das solltest du mal machen. Das musst du ausprobieren. Ich habe also eigentlich nur spontan gehandelt. Ja, aber du bist jetzt immer diesem Gefühl nachgegangen und das hat dir nicht gut getan. Nein, gar nicht. Also solltest du es mal versuchen, gegen das Gefühl anzugehen. Und dich dem Gefühl nicht hinzugeben. Mhm. Das ist jetzt erstmal so ein praktischer Tipp, was mir so spontan einfällt. Ja. Ich würde aber darüber hinaus wirklich mir auch noch eine professionelle Hilfe suchen. Mhm. Also jemand, der mit dir mal so ein bisschen in deiner Psyche herumgräbt, was da los ist. Mhm. Vielleicht sind da noch ganz andere Dinge, die da so hochkochen und die dich wütend machen und du deshalb nicht loslassen kannst. Ja, das heißt also. Würdest du es machen, sowas? Ja, mal zu einer Psychologin gehen. Ich meine, schaden kannst du ja nicht. Du kannst ja weggehen, wenn es dir nicht gefällt. Naja, richtig, kann man ja abbrechen. Also ich würde jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus, würde ich jetzt sagen, wenn ich du wäre, würde ich mich dem Gefühl erstmal aussetzen. Ich würde nicht weggehen. Ich bliebe da. Mal sehen, was passiert. Mhm. Vielleicht schaffst du das ja da, vielleicht schaffst du es ja so, es in gewisser Weise zu bekämpfen. Aber um die Details rauszukriegen, da musst du vielleicht ein bisschen tiefer graben, mit jemandem, der Ahnung hat. Mhm. Da rufen wir dich jetzt nochmal an und geben dir noch eine
Adresse und eine Telefonnummer an die Hand. Ja, super. So machen wir es, liebe Doris. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich bedanke mich vielmals. Jo, und wir melden uns gleich wieder. Und ihr seid ein super Team. Danke, Doris. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unser Thema. Nein, das ist unsere Telefonnummer. Unser Thema ist, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Und diesen Satz, den überlegt auch der Maximilian. Maximilian ist jetzt hier bei mir zu Gast und er ist 19. Hallo Maximilian. Hallo Domian. Hallo. Mein Papa, also mein Vater hat mich mit 9 Jahren damals am Baum gebunden in Gladbach. In der Nebenortschaft von da, wo ich herkomme. Mhm. Und ich wurde misshandelt. Und, von dem Vater? Von dem Vater. Der hat sich an den Baum gebunden? Mit 9, weil ich, es war damals, ich bin mit dem Hund spazieren gegangen. Ja. Und mein Vater hat einen Tennisball, einen Abhang runtergeschmissen. Und der Hund hat ihn nicht gesehen, dass er da runterfällt. Also wusste der Hund nicht, wo der Ball hinfällt. Ja. Und deshalb ist er nicht da runter. Ja. Um ihn zu holen, weil er ihn nicht gesehen hat. Und mein Vater hat gesagt, entweder ich gehe runter und hole ihn, oder er bindet mich am Baum. Und ich habe mir erst gedacht, das ist ein Scherz, was der macht, dann nimmt mich dann wieder mit nach Hause. Und ich habe mich damals gesträubt und geweigert, dahin zu gehen. Weil das zu dicht war und du Angst da hattest, runter zu klettern, oder? Ich hatte Angst. Ich hatte panische Angst. Es war dunkel. Mhm. Und ich hatte Angst, wenn ich da runter gehe, dass ich nicht mehr hochkomme und mein Vater haut ab. Und meine große Pflegeschwester und mein kleiner Bruder, die waren mit dabei. Und ich habe es nicht gemacht und er hat mich, er hat gesagt, er lässt mich jetzt in den Wald und hat mich gepackt an einen Baum und hat mich festgebunden. Zu der gleichen Zeit quasi? Zur gleichen Zeit. Das heißt, im Dunkeln? Im Dunkeln. Und hat dich richtig so an einen Baum gefesselt, so wie man früher so bei Indianerspielen Leute an einen Baum fesselte? Räuber und Gendarm. Bitte? Räuber und Gendarm. Genau, ja, ganz genau, ja. So, was hat er dann mit dir gemacht? Er hat mich festgebunden, er ist ein Stück weiter weggegangen und ich habe dann angefangen zu weinen und habe nur noch nach meinem Vater gerufen, dass er noch wieder zurückkommt. Und dann war es irgendwann mausestill und mein Vater war weg. Er war weg. Nach einer halben Stunde, er kam wieder. Nach einer guten halben Stunde, vielleicht auch noch länger. Aber er kam wieder und hat mich wieder geholt. Ja. Wie wir dann zu Hause waren, hat er zu mir gemeint, wie ich gesagt habe, wenn meine Mutter nach Hause kommt, ich sage ihr das, was du mit mir heute getan hast. Und hat mein Vater einen Kochlöffel rausgeholt und hat mich damit geschlagen. Und hat gesagt, ich werde nichts sagen. Und mit der Gürtelschnalle habe ich es bekommen, auf dem Reibeisen durfte man knien und. Alles an dem Abend dann noch? Nee, das ging dann über Jahre, das ging von 9 Jahren bis zum 14., 15. Lebensjahr hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Er hat es mir wirklich zur Hölle gemacht. Fing das denn dann schlagartig mit dieser Tennisballgeschichte an? Hatte er vorher... Schlagartig damit an. Vorher war er... Aber wie merkwürdig, dass er vorher... Warum gerade ab dem Zeitpunkt? Hast du heute eine Erklärung? Ich habe nach Erklärungen gesucht. Ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat gemeint, ich hätte es noch viel öfters kriegen müssen in der Kindheit. Hatte ich, ich meine, das ist ja schon kräftig, heftig, wenn man einen 9-jährigen Jungen nachts im Dunkeln alleine an einen Baum fesselt und den eine halbe Stunde da alleine lässt. Das ist schon schlimm. Ich hatte Todesangst. Das ist schon schlimm, ich habe gedacht, er kommt nicht wieder. Das ist schon sehr perfide, so mit einem Kind umzugehen. Deine Mutter hat von all diesen Sachen gar nichts erfahren? Sie hat nichts erfahren. Ich hab mich dann auch gar nicht getraut, ihr das zu sagen, weil ich Angst hatte. Ja. Und mit 16 Jahren bin ich dann nach meiner Schule in eine Lehre gegangen, in die Schuhmacherlehre, und habe dann einen Nervenzusammenbruch gehabt und bin in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Ja. Und dort habe ich mich den Ärzten und den Psychologen anvertrauen können, ein Stück weit. Aber die wollten mich dann so weit auch bringen, dass ich eine Anzeige gegen meinen Vater erstatte. Doch kurz zuvor, bevor ich eigentlich richtig wollte, sind meine Eltern gekommen und haben mich gegen ärztlichen Rat aus dieser Klinik geholt. Und letztes Jahr im März saß ich wieder mit einem Rückfall in der Psychiatrie. Was war das Schlimmste, was dein Vater dir angetan hat? Es war alles schlimm. Ich kann nicht sagen, dass das eine schlimmer war als das andere, aber am meisten, was wehgetan hat, am meisten, ist, dass er mit seinem Sohn spielt. Er hat mit mir gespielt. Ich habe bis heute noch das Gefühl, er hat mit mir gespielt. Er wollte,
er wollte, entweder hat das für ihn zu einer Erziehung geholfen, wie sie es damals gemacht haben, aber das Schönste war, wie er mich auf dem Reibeisen knien lassen hat und mein Bruder damals auch. Er hat dir immer und immer wieder körperliche Gewalt angetan und dich gedemütigt. Ja. Ich frage jetzt mal einfach so, weil es mir gerade so in den Sinn kommt. Er hat aber irgendwas Sexuelles nicht mit dir gemacht. Darüber rede ich nicht. Da möchtest du nicht drüber sprechen? Nee. Okay, das akzeptiere ich. Da habe ich auch bei meinen Eltern, also bei meiner Mutter nicht drüber gesprochen und bei meinen Geschwistern auch nicht. Ich habe vorhin, ich weiß nicht, mit wem ich verbunden war, dem habe ich erzählt und alles, aber jetzt im Fernsehen. Okay, das akzeptiere ich und respektiere ich auch. Wo lebst du? Lebst du denn jetzt immer noch im Hause oder in der Wohnung deiner Eltern? Nein, ich bin schwul geworden. Also mein Freund sagt zu mir, es kann sein, dass es, weil ich wurde ja damals dann auch von einem Mitschüler und von meinem Betreuer in einem psychisch kranken Internat auch sexuell missbraucht. Das kann ich sagen. Und mein Freund denkt, er ist 23 und er denkt, dass ich dadurch vielleicht schwul geworden bin und ich wohne momentan bei ihm. Ja. Jetzt heißt ja unsere Sendung, Maximilian, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Was musst du tun? Ich muss meinen Vater irgendwie dafür bestrafen, was er mir angetan hat. Ja. Und nochmal zu überlegen, ihn anzuzeigen? Ich habe Angst. Ich würde es tun, aber ich habe alleine Angst, dass dann noch was viel Schlimmeres passieren könnte. Mhm. Ich kenne meinen Vater. Ich glaube ja auch. Maximilian, bevor man, du hast gerade einige Andeutungen gemacht, die das Schlimmste für mich jetzt vermuten lassen. Und wenn man da nicht eingehend drüber gesprochen hat und auch nicht psychotherapeutisch betreut wurde, glaube ich auch nicht, dass man das aushält, eine Gerichtsverhandlung. Ich wurde psychologisch betreut. Was haben die alles mit mir gemacht? Die haben mit mir Kinderkacke gemacht. Ich soll es auf ein Blatt Papier malen und das war's. Für die war das doch dann schon alles gegessen. Ich finde, hier finde ich in meiner Gegend nirgendwo einen Psychologen, der sowas verarbeitet mit mir. Ist es immer noch als dran. In welcher Gegend, so ganz grob, in welcher Gegend wohnst du denn? An der Grenze von Hessen. Ah ja, also da ist eine große Stadt, ziemlich weit weg. Ja. 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 Also ich glaube auch, ich kann das gut verstehen, dass du sagst, ich will es dem heimzahlen oder ich will, dass der eine Strafe bekommt und erst dann habe ich meine Ruhe. Aber ich glaube, das schaffst du erst dann, wenn du selbst stabil bist. Sonst meine Nervenärzte, die wollen mich jetzt vom Martin, von meinem Freund wegtun. Die sagen, ich soll alleine leben, die Kasse wird mir eine Wohnung bezahlen, ich soll in psychologische Hilfe. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht in eine eigene Wohnung, kann dann Psychotherapie machen, wo alles oben ist und mir dann im Endeffekt vielleicht noch irgendwie aus dem Ganzen das Leben nehmen, weil ich alleine nicht kann unter einem Dach. Also ich mag schon, das ist nach Hause. Nach Hause zurück kann ich nicht, weil das der Untergang für mich ist. Natürlich. Das war's auch. Verstehe. Aber ich höre, dass es dir sehr schlecht geht. Und ich merke das auch. Und da steht also sowas wie eine Anzeige oder Gerichtsverhandlung steht gar nicht zur Debatte im Moment. Zur Debatte steht, dass dir gezielt, aber ganz gezielt geholfen wird und unter die Arme gegriffen wird. Nun ist die Situation wahrscheinlich kompliziert, wie du es angedeutet hast, da wo du wohnst und so weiter. Dennoch wollen wir uns Gedanken jetzt darüber machen. Und das machen wir dann im Hintergrund, gar nicht hier im Sender, auf dem Sender vor allen Leuten und überlegen mal, wie wir dir in unserem Rahmen helfen können, Maximilian. Ja. Ja. Dann legst du bitte auf und wir werden uns im Laufe der nächsten halben Stunde bei dir melden. Okay. Und dann Einzelheiten besprechen, okay? Okay. Alles Liebe und ganz viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Kriege ich ein Autogramm? Ja, dann sagst du gleich meinen Mitarbeitern deine Anschrift und dann schicken wir es dir. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit der Sandra. Und Sandra ist 27. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen.
Was musst du tun oder willst du tun? Ja, ich würde mich gern bei meinem Freund irgendwie entschuldigen und mich irgendwie mit dem auf eine vernünftige Art und Weise, sag ich mal, zusammenraufen. Für was willst du dich entschuldigen? Ja, und zwar ist es so, also ich bin im 6. Monat schwanger. Mhm. Das Kind war nicht geplant, also es ist, hat sich irgendwie trotz Pille hat es sich eingestellt. Die war scheinbar zu niedrig dosiert, hat mir auch der Frauenarzt gesagt, daran wird es gelegen haben. Und ja, ich habe ihm das dann irgendwann, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger wurde, da waren wir, ja, ich sag mal, auch nicht mehr richtig zusammen. Also ich sag mal, wir haben uns ab und zu noch getroffen und das so ein bisschen so nebenher so laufen lassen. Und ja, ich sag mal, genau in dieser Zeit wurde ich dann halt schwanger von ihm. Mhm. Ich habe ihm das dann irgendwann, wo ich mir dann sicher war, ja, ich bin schwanger, habe ich ihm das auch dann mitgeteilt. Ja, und ich sag mal, dann haben wir uns, ja, ein paar Wochen haben wir dann halt eben überlegt, ja, was tun. Also ich sag mal, ich habe auf jeden Fall gesagt, also eine Abtreibung käme für mich nicht in Frage, weil ich auch schon mal ein Kind verloren habe in der Schwangerschaft. Mhm. Und ich sag mal, gut, geplant war es nicht, aber ich habe mich trotzdem, sag ich mal, indirekt dann doch gefreut. Es passte zwar in die Situation jetzt absolut nicht rein, aber ich hätte es nie wegmachen können. Ja. Ja, und dann kam er halt an und hatte halt gesagt, ja, dann wirst du mich ja wohl jetzt, dann werde ich ja wohl jetzt zahlen müssen. Und da habe ich dann halt gesagt, nein, ich sag, mir ist es wichtiger, dass du dich halt eben, also mir wäre es lieber, wenn er sich halt um das Kind dann halt auch kümmert, wenn es dann da ist. Das wäre mir auf jeden Fall lieber. Weil vom Geld, sage ich mal, da kann man sich halt den Vater nicht erkaufen. Mhm. Das war mir halt das Wichtigste. Mhm. Ja, und dann hat er mir auch in letzter Zeit dann geholfen, dann weil ich dann auch eine neue Wohnung nehmen musste, weil die alte dann zu klein war. Das war nur ein Zimmer ist das gewesen. Mhm. Da hat er mir auch sehr gut geholfen, da war ich ihm auch sehr dankbar für. Aber da muss ja irgendwas geschehen sein, was du getan hast, wofür du dich schämst. Sonst würdest du dich ja nicht entschuldigen wollen. Ja, das ist dann heute Abend. Also am Samstag ging das schon los, dass wir uns da auch wieder mal zerstritten haben, halt eben wegen der Schwangerschaft, weil ich halt eben, weil er sich wenig um diese Schwangerschaft auch kümmert, meines Erachtens nach. Er streitet das ab, aber... Seid ihr denn eigentlich noch zusammen oder ist es so ein diffuser Zustand? Ja, ich sag mal, jetzt ist der Zustand sehr diffus, weil es ist dann heute Abend, ist es dann dermaßen eskaliert. Also am Samstag, wie gesagt, da ging es schon los, dass wir dann halt gesagt haben, also jetzt gehen wir erstmal nochmal massiv auf Abstand. Mhm. Für was willst du dich entschuldigen? Ja, ich habe ihm halt heute Abend, wollte ich nochmal mit ihm reden, bin dann zu ihm hingegangen, er wohnt also nicht weit weg. Und ja, da ist die Situation dann so eskaliert, es hat sich dann, also wir haben uns dann halt auch angeschrien und es hat sich gegenseitig so hochgeschaukelt, dass ihm dann halt die Hand ausgerutscht ist. Er hat mir dann halt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Mhm. Daraufhin habe ich mich dann dermaßen erschreckt, weil ich sag mal, sowas habe ich noch nie erlebt, dass mich jetzt ein Mann schlägt. Mhm. Und von ihm hätte ich das schon mal gar nicht erwartet, weil er sonst sehr ruhig ist. Aber du sagst, dass du dich entschuldigen willst. Ja, weil von mir kam dann ein Echo zurück. Ich habe dann auch zugeschlagen und er hatte mir kurz vorher, hatte er mir halt eine Plastiktüte in die Hand gegeben. Da waren ein paar Sachen noch von mir drin, die ich jetzt noch bei ihm hatte in der Wohnung, die sich da so mit der Zeit halt angesammelt haben. Mit dieser Tüte habe ich dann reflexartig halt eben zugeschlagen. Ins Gesicht? Ins Gesicht, ja da habe ich ihn getroffen. Leider, also es war jetzt kein gezielter Schlag von mir. Ich habe halt einfach mit dieser Tüte in seine Richtung geschlagen. Mit welchen Folgen? Mit den Folgen, dass ihm jetzt wohl so, wie er mir per SMS dann geschrieben hat, ich bin dann sofort weggelaufen. Er hat mir dann per SMS mitgeteilt, dass ich ihm bei diesem Akt zwei Zähne ausgeschlagen habe. Oh, da hast du aber zugelangt. Ja, also aber das war halt eben so unglücklich in dieser Plastiktüte, war halt eben eine Vase drin. Und diese Vase, und das, wo ich dann getroffen haben halt. Ne? Und das ist das, wofür du dich eigentlich entschuldigen möchtest? Ja, also ich sag mal... Obwohl er ja angefangen hat. Ja, ja, klar, er hat angefangen und das ist aber, ja, ich sag mal, also den Schlag, den er mir jetzt gegeben hat, also der hat mich jetzt nicht verletzt. Also ich habe, klar, das tat jetzt weh und ich habe mich halt wahnsinnig erschreckt und wusste jetzt auch nicht in dem Moment, kommt da noch mehr, kommt nicht mehr. Und also ich meine, wir wollen erstmal festhalten, dass er eine Frau, die im 6. Monat schwanger ist, schlägt, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass das unter aller Sau ist. Ja. Generell, wenn er dich schlagen würde, aber in diesem Fall ist es noch viel schlimmer. Ja, klar. Sicher. Natürlich hast du jetzt überreagiert, wenn du das gemacht hast und so gab eins das andere.
Ja, sicher. Das hat sich halt so hochgeschaukelt. Er hat halt dann, ja, ich nehme mal an, es wird ihm auch letzten Endes leid getan haben. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, während du gerade gesprochen hast, hatte ich gedacht, hoffentlich sagt sie jetzt nicht, dass er sein Auge verloren hat oder so etwas. Das, nee, das hätte ja auch sein können. Ja, klar, sicher. Zwei Zähne, okay, das ist nicht schön, aber das kann man reparieren. Ja, ja, er hat halt jetzt dann, er hat mir dann halt eine SMS, hat er mir dann, ich bin dann halt sofort losgelaufen, er schlug auch sofort die Türe zu, ich hatte auch jetzt keinerlei Gelegenheit mehr, jetzt zu gucken, was ist da jetzt passiert. Er guckte halt auch, also das Letzte, was ich dann halt von ihm gesehen habe, war halt, er guckte sehr erstaunt und hielt sich halt die Hand irgendwie an den Mund. Aber immerhin hat er nicht wieder dann nochmal zurückgeschlagen. Nee, das hätte dann ja dann völlig eskaliert. Nee, das hat er nicht. Sandra, was ist denn das für dich emotional für eine Beziehung? Ich meine, ihr habt euch ziemlich in Haaren, höre ich, und da ist alles recht durcheinander. Ist denn da von deiner Seite aus noch Liebe? Also von meiner Seite auf jeden Fall noch. Ich bin halt eben wahnsinnig verzweifelt, weil, ich sag mal, er hat mich halt eben, er tut viel für mich, sag ich jetzt mal. Also er hat mir wirklich jetzt beim Umzug geholfen. Mhm. Er hat da wirklich alles gemacht, weil ich ja auch in dem Zustand keinerlei Möbel und sowas tragen kann. Ja, so, wenn du jetzt so sagst, das liegt mir sehr am Herzen, mich zu entschuldigen. Mhm. Und er hat Scheiße gebaut, aber du hast auch Scheiße gebaut. Ja, so, klar. Dann tu es doch. Ja, das ist das Problem. Also er blockt jetzt ab. Ja, dann kannst du es ihm doch schon mal per SMS schicken. Ja, also ich habe ihn danach noch einmal kurz am Telefon gehabt, nachdem er mir diese SMS geschickt hatte, nachdem er mir dann mitteilte, dass halt eben zwei Zähne da wohl fehlen, habe ich ihn dann noch einmal dran gehabt und habe halt gesagt, dass es halt nicht, also dass das keine Absicht von mir gewesen ist, dass das ein Reflex halt war, nachdem er mich geschlagen hat. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, dann habe ich dann halt gesagt, es tut mir leid. Und hat er dann halt nur ins Telefon gebrüllt, du hast mir zwei Zähne ausgeschlagen und es tut dir leid. Und dann hat er halt aufgelegt. Okay, ne? Heute Abend sind die Gemüter noch sehr aufgebrodelt und aufgekocht. Lass mal eine Nacht vergehen und vielleicht auch noch einen Tag vergehen. Ich würde eine ganz sachliche, sehr freundliche SMS erstmal schreiben, damit er die morgen früh hat. So, und dann würde ich vielleicht sogar einen Tag warten. Und übermorgen, dann haben sich wirklich die Fronten etwas beruhigt. Dann nochmal anrufen. Mhm. Ich meine, kriegt ein Kind zusammen, ihr müsst euch zusammenraufen. Ihr müsst vielleicht kein Paar werden, aber ihr müsst ein gutes Team sein. Ja, klar. Das ist einfach wichtig. Und wie alt ist er? Er ist 36. Ja. Erwachsener Kerl. Ja, ja, an für sich, wir sind erwachsene Leute, deswegen das... Wenn ihr beide das nicht auf die Reihe kriegt, dann geht doch mal für ein paar Mal zu einer Paarberatung. Damit da ein neutraler Mensch euch ein bisschen auseinanderfummelt. Ja. Also wenn das alleine nicht hinbekommt. Also ich vermute auch mal, weil so aufgebracht wie er jetzt ist, ich weiß ja auch nicht, also ich weiß, dass sein Vater, das habe ich dann noch mitbekommen, es hat dann bei ihm an der Haustür geklingelt, als ich ihn dann das letzte Mal jetzt am Telefon hatte danach, da habe ich dann halt mitbekommen, dass es an der Haustüre geklingelt hat, das ist sein Vater, ist das gewesen. Den wird er dann in der Zwischenzeit dann angerufen haben. Und also er hat mir dann halt eben auch geschrieben dann noch in dieser SMS, dass ich ihn halt jetzt kennenlernen werde. Und er hat mir dann noch gesagt, also das Letzte, was er noch tät, bevor, also sobald das Kind dann da wäre, dass er mir halt das Kind dann auch wegnehmen will. Also der ist da jetzt so, ich vermute auch mal, dass der mich dann wahrscheinlich, er kann mich ja jetzt rein theoretisch, kann er mich ja jetzt anzeigen, auch wegen Körperverletzung. Ja, ne? Kannst du auch. Kannst du auch, er hat das ja auch getan. Aber ich würde das vielleicht alles jetzt im ersten Moment nicht so ernst nehmen, weil die Gemüter kochen heute Abend. Ja, klar. Ne? Und wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Mhm. Also ich würde so an deiner Stelle so vorgehen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Mhm. Und wirklich auch versuchen, da deeskalieren zu wirken. Also ich meine, du bist ja schon so drauf, du willst dich ja entschuldigen und du willst ja auch, dass es wieder gut wird und dass ihr euch zusammenrafft. Dass du ihm das auch so signalisierst, wenn wir schon keine Beziehung haben, lass uns zusammen einen Weg finden und lass uns das für das Kind tun. Mhm. Und wenn er das nicht alleine schafft, dann holt euch zumindest für ein paar Mal Hilfe von außen. Mhm. Ja? Liebe Sandra, brauchst du noch eine Telefonnummer von uns vielleicht? Ja, das wäre ganz nett. Okay, wenn es dann nötig ist, dann kannst du dich ja gleich hinwenden. Ja. Dann würden wir uns gleich bei dir nochmal melden. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Heide. Heide ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, Heide. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Heide. Jürgen, also wir in unserer gemeinsamen Heimatstadt rufe ich an. Aus Gummersbach rufst du an? Nein, aus unserer gemeinsamen jetzigen Heimatstadt. Aus Köln. Ja, jetzt wohne ich in Refrath, aber das ist egal. Ja. Also ich kenne deine Sendung also vom ersten Tag an,
viele interessante Sachen habe ich gehört. Ja. Aber zu diesem Thema passt es genau, dass es jetzt gekommen ist und dass ich auch durchgekommen bin. Erzähl. Ja, erzähl. Also wie soll ich anfangen? Ich habe eine autarke, liebe, tolle, taffe Mutter gehabt, die leider 2000 gestorben ist mit 93 Jahren. Ja. Ein Jahr bevor sie gestorben ist. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Schwester, die 3 Jahre älter ist und ich bin die Jüngste. Ja. Habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt und naja, sie hat ein Haus gebaut, auch in unserer gemeinsamen Heimatstadt. Sie hat alles getan. Mhm. Mein Vater ist im Krieg vermisst und. Mhm. So, jetzt kurz vor ihrem Tod, also ein Jahr vor dem Tod, saß ich dann an ihrem Bett und ja, und dann sagte ich muss jetzt noch, sie war also bis zum Schluss, bis sie gestorben ist, war sie völlig, also nicht durchgedreht oder... Mhm, ganz klar. Also wir haben nächtelang diskutiert über Pädagogik und. Mhm, also, und dann erzählte sie, sie muss sich noch erleichtern, bevor sie stirbt. Und sie hätte es auch schriftlich gemacht und der Pfarrer hätte auch doch ein Dokumente. Aber ich wäre schließlich die Jüngste und ich hätte damit überhaupt nichts zu tun. Aber mit dieser Lebenslüge könnte sie nicht praktisch von der Welt gehen. Aber da wurdest ja. Du ganz hellhörig. Bestimmt. Ja, da, nee, gar nicht, Herr Jung. Nee. Ich musste absolut, nein. Also wenn das die Mutter absolut quasi auf... Ahnungslos. Ja, aber in dem Moment ist man doch... Ja, natürlich. In dem Moment, ne? Gesagt. Ja. Ja, ich bin immer noch. Es ist so. Dann sagt sie, du hast doch eine Schwester. Hast du mal beobachtet, ob die genau so aussieht wie du? Habe ich gesagt, nee, wir sind alle blonde, blauäugig. Ja. Wir sind Kriegskinder, 39, 42 geboren. Ja. Und ich sehe da keinen Unterschied. Der eine sieht mehr nach der Oma aus, der andere sieht mehr nach dir aus. Also... Mhm. So, ja, sagt sie, aber halt, es ist Folgendes. Sie hat das Jugendamt in Köln geleitet, ist, ich kann darüber jetzt erst reden, weil sie ist tot und meine Schwester ist mittlerweile leider auch verstorben. Ah, ja. Sie hat also das Jugendamt geleitet, eines Tages ist Die Schwester hat das Jugendamt geleitet? Nein, meine Mutter. Die Mutter. Meine Mutter hat das in Köln das Jugendamt geleitet. Vor sehr, sehr langer Zeit. Sehr lange Zeit, aber wie gesagt, der Name ist immer noch sehr bekannt. Deswegen Nachnamen reden wir ja jetzt hier nicht. Und eines Tages sind die SS-Leute gekommen, und zwar März 39. Ja. Man hat blonde und blauäugige Frauen ausgesucht, unter anderem meine Mutter, hat innerhalb von kurzer Zeit gesagt, packt die Sachen zusammen, ihr kommt nach Oberbayern. Mhm. Und und was kommt jetzt? Du hast bestimmt schon mal von der Aktion Lebensborn für Hitler ein Kind bekommen. Diese Leute wurden vergewaltigt, mehr oder weniger von SS-Leuten, die auch blond und blauäugig waren. Hm. Reinrassige Kinder, hast du von dieser Aktion schon mal gehört? Ich habe davon gehört, ja. Hm. Also du ja, aber viele nicht, die also jünger sind oder so, die ja, können ja gar nichts mit anfangen. Hm. Also kam 1939 meine Schwester auf die Welt. Hm. Und dann hat sie ein Jahr später meinen Vater kennengelernt und hat dann den geheiratet, aber hat uns immer im Glauben gelassen, wir wären richtige Geschwister. Achso, aber du bist das Kind deines Vaters. Aber die Schwester, aber im Krieg auch vermisst ist, ja. Ja, aber die Schwester ist eben aufgrund dieser Vergewaltigung durch SS-Männer zustande gekommen, sagen wir es mal so, entstanden. Meine Mutter konnte das erst im hohen Alter. Guck mal, ich war damals schon weit Mitte 50, konnte die erst drüber reden und dann mit der Jüngsten. Ich habe zwar das engste Verhältnis, warum nicht mit der älteren Schwester? Ich kriege da heute noch keinen Kopf dran. Ich hatte also die Aufgabe meiner Schwester, das alles zu sagen, dass sie nicht eben ähnlich ist, sondern... Mhm. Aber aufgrund einer anderen Sorge. Wir haben Häuser in Köln. Schau mal eben, sonst kommen wir da nicht so schnell mit. Du hast, ich hatte es gerade so verstanden, dass deine Mutter auch etwas schriftlich hinterlegt hatte. Ja, die hat mir das alles in die Hand gedrückt, damit ich, wenn ich das meiner Schwester sagen, dass ich auch einen Beleg habe. Ach so, also, aber du hattest die Aufgabe, nachdem deine Mutter verstorben war, erst nach dem Tod der Mutter, musstest du es deiner Schwester sagen. Ja, hast du deiner Schwester die volle Wahrheit gesagt? Ja, das hat mich der Peter eben auch gefragt. Ich habe 2 Jahre lang gebraucht, um überhaupt ihr was zu sagen, erstmal. Mhm. Ich habe, nachdem die Mutter gestorben ist, ging das ja mit dem Erben und dem ganzen Kram und es waren einige Häuser auf auch den Namen meiner meine Schwester hatte den Namen. Mhm. Ja, ist ja egal mit dem Erben. Also sie hat einen anderen Namen als ich. Aber du hast es ihr dann irgendwann gesagt. Und du hast ihr auch alles gesagt. Du hast ihr auch die wirkliche Wahrheit gesagt. Ich habe auch die Dokumente und es war fassungslos. Wir haben geweint, wir sind ja immer noch Geschwister. Das heißt, meine Schwester hat Gab es denn damals so einen Moment, dass du gedacht hast,
Ich sage dir das nicht. Warum soll ich dir das jetzt noch antun? Ich brauchte erstmal selber Hilfe. Mhm. Ich bin erstmal zu unserem Pfarrer im Agnesviertel gegangen und der Pfarrer Wiese hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Ich war dann ein halbes Jahr nach dem Tod erstmal in permanenter Gespräch. Mhm. Aber ich brauchte keinen Therapeuten. Mhm. Ich bin selber auch Pädagogin, aber ich brauchte diese Aufarbeitung, woher das alles kommt. Verstehe. Ja? So, das heißt ja auch unsere heutige Sendung, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Liegt da noch was an, was du tun musst? Ja, genau. Also meine Mutter hat praktisch ihren Seelenfrieden auf mich übertragen. Mhm. Ne? Und ich konnte damit natürlich überhaupt nicht mit umgehen. Mhm. Und habe also auch wirklich 2 Jahre lang überhaupt keinen Frieden mehr mit mir selber gehabt. Es war so furchtbar. Ich habe angefangen, alles Mögliche auch zu recherchieren und so weiter und so fort. Ich wollte wissen, was war da los. Mhm. Ja, also, was ist es denn jetzt, was du... Dann habe ich meiner Schwester gesagt, ja. Ja, was ist es denn jetzt, was du tun musst, um deinen Frieden zu finden? Ja, ich muss, also ich kann nicht, also... Was ich noch tun muss, ich muss weiterhin das aufarbeiten, weil ich sonst keine Ruhe finde. Mhm. Meine Schwester ist nämlich aufgrund dieser Nachricht und all der Dokumente, hat die kurzerhand Krebs gekriegt, die war immer gesund und ist auch gestorben. Ach so, heißt das, dass du dir vielleicht irgendwie Vorwürfe machst, dass du es ihr gesagt hast? Ja. Ich bin ambivalent. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja und nein. Natürlich. Man hätte auch sagen können. Ich habe ein Versprechen nur eingehalten. Mhm. Und ich habe auch viele Leute gefragt, kompetente Leute, auch zweifache, evangelische, katholische. Ja. Alle haben gesagt, du bist jetzt insofern völlig durcheinander innerlich. Auf der einen Seite hast du den Wunsch deiner Mutter erfüllt. Richtig. Auf der anderen Seite machst du dir vielleicht vor... Ich bin gestorben und ich selber stehe immer noch in der Luft. Ja, auf der anderen Seite, genau, hängst du da und denkst, vielleicht wäre es klüger gewesen, es nicht zu sagen. Und weiß ich nicht, ob es klüger ist. Es kommt, bricht immer wieder aus mir raus, wenn ich Filme sehe wie die Flucht und was alles eben ist. Und so. Mittlerweile habe ich auch 3 andere Kinder aus der Aktion Lebensborn kennengelernt. Mhm. Es helfen Bücher, aber es bricht immer wieder mal durch. Ja. Immer Heide, wieder. Du bist so aufgebracht. Boah, ja. Du bist so aufgebracht. Ich mach's dir. Ganz liebe, ruhige Leute. Nein, ich mach's dir nicht zum Vorwurf. Ich stelle das nur mal fest und das sagt mir, wie sehr dich das beschäftigt. Ja, natürlich. Und wie schwer das in deiner Seele liegt. Da müssen wir nämlich jetzt auch mal im Hintergrund. In den Wald. Weißt du, ich fahre ins Ahrtal und habe viele, viele Freunde in Köln. Ich fahre sehr viel raus, ich gehe singen, ich dichte, ich mache, ich tue. Aber immer wieder kommt dieses ganze. So, deshalb, da müssen wir auch, da müssen wir auch in Ruhe im Hintergrund sprechen. Das können wir jetzt nicht lösen. Da müssen wir dringend. Ich will mal vorschlagen, Heide, sonst regst du dich noch mehr auf. Armer. Genau. Ich würde sagen, du legst jetzt mal auf, machst mal eine kleine Atempause. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und wir werden uns hundertprozentig innerhalb der nächsten 10 bis 20 Minuten bei dir melden. Und dann haben wir im Hintergrund Ruhe und Zeit, mal zu überlegen, was man da gezielt machen könnte. Das schaffen wir hier gar nicht auf dem Sender. Verstehst du? Warum finde ich da keine innere Ruhe? Das ist eben das große Problem und was man lösen muss. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay? Ich bin 64, ich habe bis 58 Jahre gut gelebt. Liebe Heide, so machen wir es, ne? So machen wir es, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, ne? Ja, aber ich sag dir trotzdem noch was Nettes zum Schluss. Mhm. Und zwar, ich habe für den Schwulen Geschichtsverein viel geschrieben. Mhm. Ich war das erste Mädchen in den 60er Jahren, die alle Schwulen geschützt hat und habe mich ja oft als Freundin ausgesucht. Bravo. Ich bin in jedes Lokal gekommen in Köln. Das ist und super. Vielleicht kennst du mich auch, was weiß ich, von der Kulisse her vom Ansehen. Liebe Heide, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder, ja? Okay, alles Gute, tschüss. Und hier ist die Kathi und Kathi ist 22 Jahre alt. Hallo Kathi, guten Morgen. Ja, hallo. Ich rufe auch so dem Thema an, was du hast. Ja. Bin ich adoptiert worden. Ich komme aus Sri Lanka. Ich bin im Säuglingsalter adoptiert worden und habe auch im Kindergartenalter schon erfahren, dass ich adoptiert worden bin. Und jetzt geht es halt darum, meine Familie ist im Laufe der letzten Jahre zerbrochen, meine Adoptivfamilie. Dadurch, dass meine Mutter in eine lesbische Beziehung gegangen ist und die Familie verlassen hat. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich mich immer mehr auch mit meinen Wurzeln beschäftigt, mit meiner Herkunft. Meine Eltern haben mir das ermöglicht, dass wir alle 2 Jahre auch nach Sri Lanka geflogen sind und die Familie besucht haben.
nur gab es die Möglichkeit, mal mit meiner Mutter auch zu sprechen, herauszufinden, woher ich komme, was in der Vergangenheit gewesen ist, warum sie mich abgegeben hat und meine leibliche Schwester, die auch in der Familie gewesen ist, in der Adoptivfamilie. Und jetzt bin ich 22 und versuche halt auch mein Leben in den Griff zu bekommen. Und ich merke, da fehlt halt diese Ungewissheit. Was war in der Vergangenheit? Warum haben sie mich abgegeben? Warum leben dann noch welche in Sri Lanka und ich nicht? Und solche Geschichten. Wie oft warst du schon dort? 5 oder 6 Mal, glaube ich schon, ja. Gibt es denn so Spuren, die dich an deine eventuellen Wurzeln führen? Ja, also wie gesagt, meine Eltern hatten die ganzen Unterlagen von der Adoption aufgehoben und wussten somit auch noch, wo meine leiblichen Eltern wohnen. Ja. Und wir sind dann, also als ich so 7 Jahre alt war, sind wir da hingefahren mit der Adoptivfamilie, haben diese Leute besucht. Ich habe meine Mutter und meinen Vater und auch meine Geschwister kennengelernt. Mhm. Es war auch ganz toll, das haben wir alle 2 Jahre dann auch wiederholt. Aber dadurch, dass ich die Sprache nicht spreche, weil ich ja im Säuglingsalter nach Deutschland gekommen bin, blieb mir nie die Gelegenheit, mit ihr auch zu sprechen, um zu erfahren, was passiert ist. Ne? Okay, so, was ist jetzt nötig? Die Sendung heißt ja, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Was musst du tun? Ich muss hin und ich muss mit ihr sprechen. Also hin, da warst du ja schon. Und gesprochen hast du ja wahrscheinlich über Dolmetscher auch schon mit ihr. Ja, eben nicht. Eben nicht? Eben nicht, nein. Also wir waren da und haben uns dann mit Händen und Füßen so verständigt. Meine Adoptiveltern haben sehr viel für die Familie getan, haben Lebensmittel gekauft und eine Hütte aufgebaut aus Steinen. Ja. Aber die Gespräche kamen halt leider nicht so zustande. War mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wichtig, wie es mir jetzt ist. Also das heißt, du musst dich hinsetzen und die Sprache pauken. Ganz genau, und das ist ganz, ganz schwierig. Was ist das für eine Sprache, die man dort spricht? Das ist Singalesisch. Und hier in Deutschland leben ja sehr viele Menschen auch aus Sri Lanka. Ja. Aber das Problem an der Sache ist, dass die meisten Leute sind halt Tamilen. Ja. Und die sprechen eben, wie gesagt, Tamilisch, das ist eine ganz andere Sprache. Und deswegen, also ich habe hier leider noch keinen Anknüpfungspunkt gefunden, diese Sprache zu lernen, um eben auch mit meiner Mutter mal zu sprechen. Ja, aber das wird sich ja in Deutschland geben. Da bin ich ganz sicher, dass man, wenn du dich da klug kundig machst, wo und wie du diese Sprache lernen kannst. Also ich wäre vielleicht auch für den einen oder anderen Hinweis von meinen Zuschauern dankbar und Zuhörern dankbar, wenn, also du willst, sag nochmal genau, wie die Sprache heißt. Singalesisch. Und das ist kein bestimmtes Dialekt oder so, du suchst nur eine Möglichkeit, diese Sprache zu lernen in Deutschland. Genau. Ja, so. Aber ich meine, gut, das ist natürlich ein sehr komplizierter Weg. Aber kann man das dann nicht auch ein bisschen einfacher haben, indem man erstmal hinfährt und wirklich mit einem Dolmetscher hingeht in die Familie? Ja, weißt du, das Problem ist auch so ein bisschen, also ich bin zurzeit leider arbeitslos und so. Und die Flüge dahin sind relativ teuer. Ja. Und dann kann ich es mir im Moment auch nicht leisten, dorthin zu fliegen. Naja, verstehe. Gibt es denn, schreibst du denn schon mal und lässt es dir übersetzen? Das auch nicht zu deiner Familie? Ich habe ja noch mehr Geschwister und eine Schwester hat auch ein bisschen Englisch an der Schule gelernt. Und also hin und wieder, ich sag mal so alle Jubeljahre, kommt dann auch mal ein Brief von dort, wo ich dann also ganz wenig aber auch nur erfahre, weil die Vokabeln einfach von Sri Lanka, also die englischen Vokabeln da einfach nicht so vorhanden sind. So, wenn ich dann hinschreibe, dann lässt meine Schwester sich das schon übersetzen. Also sie versteht schon dann auch, was ich von ihr will. Ne? Also umgekehrt ist das dann sehr schwierig. Ist klar. Also, aber das ist natürlich eine tolle und große Aufgabe, so eine fremde Sprache zu lernen und so eine wahrscheinlich komplizierte Sprache zu lernen. Aber wenn du es dann einigermaßen kannst, ist das natürlich auch ganz groß, wenn du dahin fährst und kannst dich mit den Leuten vor Ort unterhalten, vor allen Dingen dann auch mit deiner Familie unterhalten. Insofern ist das natürlich ein großer ein Antrieb, ne, das zu lernen. Damit kannst du dich anfeuern mit dem Ziel, das du irgendwann haben wirst. Ja genau, also ich habe bis jetzt auch 4 Fremdsprachen schon so gelernt, einfach aus dem Interesse, aber es fällt mir leicht, eine Sprache zu lernen. Na wunderbar, das heißt, du bist sprachbegabt. Ja, es fehlt mir nur die Möglichkeit im Moment. Ja, also wenn wir irgendwie Tipps bekommen sollten, wo man diese Sprache ganz ganz gut lernen kann, dann werden wir dich informieren. Ja, das wäre ganz toll. Ich glaube, irgendwas wird bestimmt hier eintrudeln, ich bin ganz sicher. Ja, das wünsche ich ganz toll. Wünsche ich alles Gute und viel Erfolg beim Pauken. Das wird eine Weile dauern, aber das wird dann auch gut werden. Ja, vielen Dank für das Gespräch und mach so weiter. Alles Liebe, Kathi. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben,
Das war's für heute. Und für diese Woche. Ach, für diese Woche, was rede ich denn? Wir haben ja heute erst Dienstag. Was war das denn jetzt für eine Fehlschaltung? Das war's diese Nacht hier von uns. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Dann wieder mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Themennacht. Ihr könnt anrufen oder mailen.